die spirituelle Umgebung. Guten Morgen, Freunde. Wir machen weiter mit unserem Thema Pesach. Ausgewählte Auszüge. Ihr könnt das Material auf der Kapo-IR-Seite runterladen oder in unserem System Galaxy. Wir sind bei Punkt 78. Bitte. Unsere ganze Arbeit ist dafür, um den Schöpfer zu offenbaren. Der Schöpfer offenbart sich gemäß unseren Eigenschaften, wenn wir bei uns arbeiten, um uns anzugleichen der Offenbarung des Schöpfers. Fragen, die entstehen, welche den offenbaren Chef entsprechen, damit werden wir ihn offenbaren. Wir brauchen Hisarone, wir brauchen Handlungen, Gedanken, Verlangen, die im Ganzen der Offenbarung des Chefs entsprechen werden. Deshalb ist es für uns nicht genügend, einfach so in einen Platz einzutreten, in eine bestimmte Periode, wohl das innere Gefühl, welches Schöpfer genannt wird. Bevor wir zur Offenbarung des Schöpfers kommen, müssen wir Hisarone vorbereiten für dieses Verlangen. Wie für alles, was wir untersuchen im Leben, was wir studieren, offenbaren für uns, bis wir dies berühren. Aber davor haben wir keine richtigen Fragen. Wir wissen nicht, was wir haben, mit wem wir Kontakt haben, mit wem wir es zu tun haben. Und deshalb alle Fragen, um den Schöpfer zu offenbaren, nennt man Fragen an wer und was. Das heißt, wenn wir beginnen, die Fragen zu stellen, das kann sein, dass der Mensch sogar schon seit vielen Jahren auf der Suche ist, studiert, aber wenn in ihm diese Fragen nicht erweckt werden, wie und was, in einer klaren, genügenden Art und Weise, tiefen Art, in der Forderung betreffend Schöpfer, wer und was, dann ist er nicht bereit. Er befindet sich dann immer noch in Ägypten. Vielleicht ist es ihm das sogar nicht so sehr bewusst, dass er sich im Ägypten befindet, dass er unter der Macht seines Egos sich befindet. Aber so ist das. Er folgt diesem Strom, Fragen, die erweckt werden in ihm, im Leben, im Inneren des Verlangens zu empfangen. Er entscheidet darin und lebt. Und das nennt man die Stufe unbelebt, pflanzlich und tierisch. Und zur Stufe sprechend, Stufe Mensch zu gelangen, kann man nur unter der Bedingung, dass der in der Genauigkeit die Fragen erweckt, betreffend wer und was. Und diese Fragen führen ihn zum Schöpfer. Eigentlich die Fragen selbst sind gegen den Schöpfer. Gegen den Schöpfer. Und diese Fragen werden zum Hindernis. Machsom. Wenn der Mensch mit den Fragen arbeitet, möchte sie lösen, dann nennt man das, dass er Machsom durchquert, aus Ägypten herauskommt und beginnt bereits mit dem Pharao, dem Schöpfer zu arbeiten und mit den beiden, wie das bei ihm passiert, wie das bei ihm erweckt wird. Und so, gerade dank den Fragen betreffend wer und was, wird er der Freiheit würdig. Das heißt, Austritt aus dem Empfang, aus der Absicht zu empfangen. Lass uns das ein wenig berühren, das sind Fragen tief sind. Und wir werden studieren, wie wir damit arbeiten werden. Denn gerade dank Klärung dieser Fragen gelangen wir tatsächlich zum Verständnis des wahren Ägyptens in unserer Heiligkeit.
Es steht geschrieben, sie waren in der Heiligkeit. Wie können wir dann spüren, dass wir uns im Exil befinden? Und danach, wenn wir spüren, dass wir in der Entfernung von der Heiligkeit uns befinden, wir kommen wieder der Heiligkeit näher. Das alles ist nicht einfach. Gegen unser Verlangen, der Pharaon herrscht hier, und wir müssen gegen diese Fragen arbeiten. Wer und was? Es gibt eine Frage in Kiew, bitte. Der Mensch lebt sozusagen in seinen gewöhnlichen Verlangen, und hier entsteht, in ihm entstehen diese Fragen. Das heißt, dass er nach Ägypten hinabsteigt, ist das damit gemeint? Das? Ja. Jetzt offenbart er in seinem Leben, dass er eine Etappe hat, zum Beispiel, er versteht das nicht so sehr, bis er das zu ihm gelangt, das kann einige Jahre in Anspruch nehmen, aber im Wesentlichen beginnt er jetzt zu erlangen, dass er sich unter der Macht des Verlangens zu empfangen befindet. Und um aus diesem Verlangen zu empfangen herauszukommen, um sich zu erheben, aus dem Verlangen muss er auf die Fragen wer und was antworten. Wer ist der Schöpfer, den ich höre? Was ist der Unterschied zwischen dem Schöpfer und dem, was jetzt über ihn Macht hat? Pharaon zum Beispiel. Der Mensch muss auch diese Sachen zuerst erkennen. Aber es gibt nicht mehr als zwei, entweder den Pharao oder den Schöpfer oder wechselseitig. Und die Frage ist, was ist das für eine Arbeit und wozu brauchst du das? Du musst zur Arbeit über den Verstand streben, Eigenschaft des Gebens, damit du im Verstand und im Herzen das hast, dass du tatsächlich die Notwendigkeit dessen Verlangen dazu offenbarst, was in dir brennt, was dir fehlt in diesem Leben. Du damit spürst du keinen Gewinn in deinem Kilim. Deine Kilim sind bislang Kilim des Empfangens. Also, was gewinnst du? Was hast du davon? Und hier gibt es eine Arbeit betreffend Klärung im Menschen. Wie kläre ich diese Sachen in mir? Wie bringe sie Wie bringe ich sie in Ordnung? Und was soll ich tun? Wie stelle ich diese Wie und was Fragen betreffend Schiffe, betreffend Pharao und damit arbeiten? Jetzt betreten wir diese Arbeit und bemühen uns, das zu erklären. Gut. Ich bitte, nicht sofort mit den Fragen herauszuspringen, aber die Fragen sollen bereits geklärt, klar sein zur Sache und nicht, dass ihr verwirrt, die Freunde. Man kann hier anfangen, 1000 Fragen zu stellen in alle Richtungen. Deshalb gebe ich den Ratschlag, diese Frage durchzugehen, sie zu besprechen, und danach werden wir darüber sprechen. Gut, also bitte. Punkt 78, wer und was? Als sie das Himmelsreich auf sich nehmen mussten, bedauerten sie, dass sie dazu nicht in der Lage waren, wegen der Fragen des Pharaos, des Königs von Ägypten, der sie mit den Wer- und Was-Fragen beherrschte, die als im Verstand als auch im Herz gewesen sind. Das heißt, wer ist der Herr, dass ich seiner Stimme gehorchen soll? Und was ist das für eine Arbeit? Für was? Ja. Diese Wer- und Was-Fragen,
Wer ist der Schöpfer, dessen Stimme ich hören muss? Wir sehen nicht, wir spüren nicht. Wir spüren seine Macht nicht. Wie können wir das, diese Kraft des Gebens über uns annehmen? Wie können wir hören, was er möchte, verstehen, was er möchte? Wo ist die Logik und die Fähigkeit, sich an diese Gesetze des Gebens festzuhalten? Das ist bislang für uns unklar. Wie können wir hören, uns entsprechend Gesetze des Gebens und der Liebe? Das ist überhaupt nicht in unserer Möglichkeit. Und wie können wir übergehen, von Verlangen zu empfangen, zu Verlangen zu geben, zur Absicht des Gebens? Wie können wir in so einer Art damit arbeiten? Wir wissen nicht, wo wir diese Sachen tun müssen. Wir können nicht an nichts greifen hier. Deshalb, die Arbeit ist schwierig, wie es heißt. Das heißt, man muss unsere Verlangen durcharbeiten, suchen, wo sind wir, wo können wir irgendwie uns mit diesen Eigenschaften verbinden. Weiter. Vielleicht gehen wir zurück danach zu diesen Fragen, aber zuerst werden wir sie durchlaufen und die Verbindungspunkte suchen. Punkt 79. Als Moses zum Volk Israel kam und zu der Eigenschaft des Pharaos sagte, zu jedem Einzelnen sprach, das heißt, zu den Willen in ihren Herzen zu empfangen, und sagte ihnen, dass er möchte, dass ihre Eigenschaft des Pharaos in ihnen nicht an der Eigenschaft des Israels in ihnen herrscht, sondern dass sie es erlaube, um des Schöpfers Willen zu arbeiten, nicht um des Körpers Willen. Und als der Pharao die Nation hörte, was Moses ihnen gesagt hatte, dass sie nur um des Schöpfers Willen arbeiten, verstanden sie, was das bedeutet zu geben und nicht so, um zu empfangen. Und prompt in der Arbeit wurden sie geschwächt, da der Körper sich mit aller Kraft wehrte, sodass sie keinen Akt der Heiligkeit ausführen konnten. Mit anderen Worten, sogar, dass in Lolishma jetzt schwierig wurde zu arbeiten. Bevor Moses kam, hatten sie Kraft, um zu arbeiten, denn sie wussten noch nicht, was es bedeutet, um des Schöpfers willen. Aber als Moses kam und ihnen sagte, was bedeutet, um zu geben und nichts für sich selbst zu empfangen, begann der Pharao, jeden von ihnen die Frage zu stellen. Erster, also wie es geschrieben steht, der Pharao fragte, wer ist der Herr, dass ich seiner Stimme gehorchen muss? Und die zweite, und dann kam die Frage des Bösen, welcher fragte, was ist das für eine Arbeit für euch? Ja, nochmal. Nochmal, Punkt 79. Als Moses zum Volk Israel kam und zu der Eigenschaft des Pharaos in jedem Einzelnen sprach, das heißt, zu dem Willen in ihrem Herzen zu empfangen, und ihnen sagte, dass er wolle, dass die Eigenschaft des Pharaos in ihnen nicht die Eigenschaft Israels in ihnen beherrsche, sondern dass sie es erlaube, um des Schöpfers Willen zu arbeiten und nicht um des Körpers Willen. Und als der Pharao der Nation hörte, was Moses ihnen sagte, gesagt hatte, dass nur um des Schöpfers Willen zu arbeiten, verstanden sie, was es bedeutet, um zu geben und nicht um zu empfangen. Und prompt wurden sie in ihre Arbeit geschwächt, da der Körper sich mit aller Kraft wehrte, sodass sie keinen Akt der Heiligkeit ausführen konnten. Mit anderen Worten, sogar das Lolishma
Sogar in Lalishma wurde es schwierig zu arbeiten, weil bevor Moses kam, hatten sie die Kraft zu arbeiten, denn sie wussten noch nicht, was es bedeutet, um des Schöpfers willen. Aber als Moses kam und ihnen erklärte, was es bedeutet, um zu geben, um nichts für sich selbst zu empfangen, begann der Pharao, jedem von ihnen die Frage zu stellen. Erstens, wie es geschrieben steht, fragte der Pharao, wer ist der Herr, dass ich seiner Stimme gehorchen sollte? Und die zweite ist, dann kam die Frage des Bösen, der fragte, wofür braucht er diese Arbeit? Wir machen weiter, noch ein, zwei Abschnitte und dann vertiefen wir uns mit den Fragen. Punkt 8. Die Reihenfolge der Arbeit in der Torah und den Geboten, wenn man um des Schöpfers willen arbeiten will, ist, dass man die böse Neigung bekämpfen und besiegen muss. Das heißt, es liegt in der menschlichen Natur, sich abzumühen, wenn es einen Eigennutzen gibt. Aber wenn er sieht, dass es keinen Selbstnutzen aus dieser Arbeit hervorgeht, kann er nicht arbeiten. Stattdessen beklagt er sich und fragt, was bringt euch diese Arbeit? Was bedeutet, was wirst du von der Anstrengung gewinnen? Wenn ein Mensch sie überwindet und sagt, dass er gegen die Natur arbeitet und sich dem Schöpfer hingeben will, kommt die böse Neigung mit einem anderen Argument und stellt die Frage des bösen Pharaos. Wer ist der Herr, dass ich seiner Stimme gehorchen soll? Es ist doch nur dort möglich, um des anderen Willen zu arbeiten, wo ich weiß, dass der andere meine Arbeit erhält. Allerdings gibt es zwei Arten von Anstrengungen. Die erste, er muss überwinden und gegen die Natur gehen und nicht zu seinem eigenen Nutzen zu arbeiten, sondern zum Nutzen anderer, zum Wohle des Schöpfers. Und zweitens, er muss glauben, dass der Schöpfer seine Anstrengungen empfängt. Diese beiden Fragen sind die Hauptpunkte und die Argumentation des Bösen. Nochmal, welche Fragen hat er? Erstens, dass er überwinden muss, über die Natur zu folgen, nicht für den eigenen Nutzen zu arbeiten, sondern für den Nutzen des Nächsten. Für den Nächsten bedeutet für den Schöpfer für den Himmel. Und zweitens, er muss glauben, dass der Schöpfer seine Anstrengungen empfängt. Und diese beiden Fragen sind die Hauptpunkte in der Argumentation des Bösen. Also wieso machst du das? Machst du das? Wozu brauchst du das? Sogar in diese Richtung zu denken, näher zu kommen. Und hier befinden wir uns für den Machsom. Beim Machsom weiter. Punkt 81. Wenn es eine böse Neigung gibt, gibt es ein Bedürfnis in der Torah. Das heißt, der Mensch spürt, dass es Sachen gibt, die man überwinden muss, aber der ist nicht fähig. Er ist nicht fähig. Und dann kommt zu ihm deshalb die Notwendigkeit nach einer besonderen Hilfe, die Tora genannt wird. Das heißt, in dieser Welt sieht er nicht, dass man das tun kann und zum Spirituellen ist er noch nicht angelangt. Aber er versteht, dass hier dass er keine Wahl hat und er muss auf die Stufe aufsteigen, die ihm nicht angehört. Und dann brauche er die Hilfe von außen, wie zum Beispiel, wir haben ein gewisses Problem und die Lösung
Also in der Mathematik oder etwas, wo man eine Lösung finden muss. Und ich spüre, dass mein Verstand das Problem nicht empfindet, welches von mir existiert. Ich verstehe das Problem, ich spüre es nicht. Dass sogar die Frage selbst ist mir unklar, abgesehen von der Lösung. Also ich bin irgendwie taub dem gegenüber. Ich spüre meinen Verstand in meinem Herzen, dass ich keine Kelim dafür habe, dass ich dieses Problem begreife. Und dann gelangen wir zum Machsum. Damit, wenn man also als an Belohnung und Beschäftigung glaubt, Bestrafung glaubt, kann man bereits die Tora und die Mitzvot Gebote beachten, da man eine Belohnung hat. Daher stellt er nicht die Frage des Bösen, was ist diese Arbeit für euch? Wenn er kein Übel hat, hat er auch kein Bedürfnis nach der Tora. Daher, ihm sollst du dich öffnen. Wenn du siehst, dass ein Mensch sich mit der Tora und den Mitzvot beschäftigt, weil er an Belohnung und Bestrafung glaubt, ist er verschlossen. Das heißt, sein Böses ist verschlossen und ist verborgen. Aus diesem Grund ist es unmöglich, ihn zu korrigieren, denn man korrigiert nur das, was man sieht. Daher wird der Mensch zu dieser Zeit gelehrt zu arbeiten, um keine Belohnung zu erhalten. Dann kommt hier der Böse und fragt, was ist das für eine Arbeit für euch? Das heißt, was werden wir dadurch haben, wenn wir dem Schöpfer dienen, ohne jegliche Belohnung zu erhalten? Denn das ist gegen unsere Natur. Wir wurden mit einer Natur geboren, um uns selbst zu erfreuen und nicht den Nächsten, ohne eine Gegenleistung zu erhalten. Zu dieser Zeit braucht der Mensch die Tora, und dann kann man sagen, ich habe den bösen Trieb geschaffen und die Tora als Gewürz dazu. Nochmals. Wenn es eine böse Neigung gibt, so gibt es ein Bedürfnis nach der Tora. Deswegen, wenn der Mensch an Belohnung und Bestrafung glaubt, dann kann er bereits die Tora und die Mitzvot beachten, da er bereits eine Belohnung hat. Daher stellt er nicht die Frage des Sünders, was ist das für eine Arbeit für euch? Und wenn er keinen Übel hat, hat er auch kein Bedürfnis nach der Tora. Deswegen heißt es, ihm sollst du öffnen. Wenn du siehst, dass ein Mensch, der sich mit der Tora und den Mitzvot beschäftigt, weil er an Belohnung und Bestrafung glaubt, das heißt, er ist verschlossen. Das heißt, sein Böses ist verschlossen, also verborgen. Aus diesem Grund ist es unmöglich, ihn zu korrigieren, denn man korrigiert nur das, was man sieht. Daher wird der Mensch zu dieser Zeit gelehrt zu arbeiten, um keine Belohnung zu erhalten. Dann kommt der Böse und fragt, was ist das für eine Arbeit für euch? Das heißt, was werden wir dadurch haben, wenn wir dem Schöpfer dienen, ohne jegliche Belohnung? Denn das ist gegen unsere Natur, weil wir wurden mit der Natur geschaffen, um uns selbst zu erfreuen. Und nicht um andere zu erfreuen, ohne eine Gegenleistung zu halten. Und dann, zu dieser Zeit braucht der Mensch die Tora. Dann kann man sagen, ich habe den bösen Trieb geschaffen und die Tora als Gewürz dazu. Nishal, Turki 5. Wir fragen, Türkei 5. My question is about excerpt number 78. Can we say that mind is asking the question of who and the heart? Guten Morgen, die Frage ist von Punkt 87. Man kann sagen, dass der Verstand diese Fragen stellt. Wer und das Herz was? Wenn es dir hilft, dann ja. Tel Aviv 1. Of,
Was ist unser Treibstoff in unserer Arbeit? Verlangen zu empfangen, Genuss zu empfangen. Keine anderen Fragen, also gut. Ich sehe, dass wir, wenn wir solche Abschnitte lesen, dann haben wir ein Problem. Wir beginnen zu verstehen, dass wir vor ernsten Sachen stehen. Gut, wo sind wir? Punkt 80? 82. Rav, in dem Punkt 81, wo er Belohnung und Bestrafung spricht, das erscheint eine Stufe, die uns nicht wirklich klar ist. Alles ist unklar, was wir bislang lesen. Man muss sich festigen in der Belohnung und Bestrafung, so wie wir das in der Vorwort zum Test gelernt haben. Und hier sagt er umgekehrt, dass dort der Mensch verschlossen ist. Du hast recht. 82. Ja. Rabash, aus Brief Nummer 3. Wir müssen wissen, dass wenn ein Mensch beginnt, Torah und die Mitzvot im Sinne von Lishma zu beachten, dass er sich in Schwierigkeiten befindet, die Ägypten genannt werden. Das bedeutet, dass der König von Ägypten ständig fragt, wer ist der Schöpfer, dass ich seine Stimme gehorchen sollte? Das ist der Zeitpunkt, an dem man die Mühen des Verstandes aufkommen, wenn seine Gedanken mit Sivugim, der Hakka, beginnen, seinen Verstand zerschlagen. Manchmal denkt man, dass all diese fremden Gedanken nur als Spione kommen, um die Blöße des Landes zu sehen. Das heißt, um durch die Schornsteine zu schauen, nicht mehr. Und es gibt keine Verbindung zwischen diesen Gedanken und dem Dienen des Schöpfers. Und ein anderes Mal denkt der Mensch, wir sind wahrhaftig, wir sind Söhne eines Vaters, nämlich, dass alle unsere Gedanken nur daran sind, wie man mit dem Schöpfer verschmolzen sein kann. Und wir werden gestärkt und siegen über all die Gedanken, wer ist der Herr, dass ich seine Stimme gehorchen soll. Und was ist das für eine Arbeit für euch? Das nennt man Exil in Ägypten. Vielleicht nochmal. Nochmal 82. Wir müssen wissen, dass in der Torah, wenn der Mensch beginnt, die Mitzvot und die Gebote einzuhalten, mit der Absicht in Lishma, dann beginnt der Mensch zu fühlen, dass er sich in einem Leid befindet, das König von Ägypten genannt wird. Das heißt, der König von Ägypten fragt ständig, wer ist der Herr, dass ich seiner Stimme gehorchen soll? Das heißt, was ist die Wichtigkeit des Schöpfers, zu ihm zu gelangen, dass du das in der Absicht des Gebens ausführen möchtest und nicht in der Absicht zu empfangen, wie jetzt bislang entdeckst du, dass deine Natur, was die Natur von dir fordert. Ja. Also, wieso musst du dich jetzt einfach umändern auf Umgekehrte? Und wie geschrieben steht, was ist die Ursache? Und dann? Das ist der Zeitpunkt, in dem man die Mühen des Verstandes aufkommen, wenn seine Gedanken durcheinander reiben. Und manchmal denkt der Mensch, dass all diese Fremdgedanken nur als Spione zu ihm kommen, um die Blöße des Landes zu sehen. Das heißt, durch die Schornsteine zu schauen und nicht mehr. Das heißt, du möchtest zum Spirituellen gelangen und von dort verschiedene Zusätze, gute Zusätze erhalten für dein Leben. Verstand im Herzen, dich zu fühlen mit verschiedenen Erklärungen und Antworten, also gemäß dem, was du in dieser Welt möchtest. In so einer Herangehensweise kannst du die spirituelle Welt nicht offenbaren. Weiter. Mit Schornstein ist Ausspionieren gemeint. Und er findet keine Verbindung zwischen diesen Gedanken. Ja, weil wir vollkommen die Willen zu empfangen sind und das Spirituelle von Basis nur in dem Ausmaß, in welchem du die Absicht zur Verbindung hast. Ein anderes Mal denkt man, wir sind wahrhaftig die Söhne eines Vaters, nämlich dass alle unsere Gedanken nur
an den Schöpfer festzuhalten sind. Und wir werden gestärkt und siegen über all die Gedanken von, wer ist der Herr, dass ich seine Stimme gehorchen soll. Und was ist diese Arbeit für euch? Das nennt man Exil in Ägypten. Ja, wo beginnt es von Baran und spürt, dass er sich in den egoistischen Fragen befindet und gegen ihn gibt es Fragen des Gebens im Verstand und im Herzen. Und dann tatsächlich spürt man ihm den Exil, wo er sich befindet, betreffend dem Spirituellen. Tel Aviv 3. Rav, was sind die Torah und die Mitzvot mit der Absicht Lishma? Absicht des Gebens. Ja, aber wir sind in der Absicht, um zu empfangen. Wie kann man das verstehen? Dass meine ganze Arbeit im Verstand und im Herzen müssen darauf ausgerichtet sein, dass ich das nicht wegen der Ursache des Verlangens zu empfangen tun, welche sich in mir weckt wird, aber Verlangen, gemäß welchem in der Umgebung den Menschen offenbart wird. Wie Rabash schreibt, das Verhalten im Zehner. In so einer Art kann ich mich mehr gemäß dem entsprechenden spirituellen Welt setzen. Gut, Belarus. Guten Morgen, Raf. Wir sehen hier tatsächlich Augenblicke. Es gibt Glauben über den Verstand und blinden Glauben. Was ist der Unterschied? Wir müssen zu einem Zustand gelangen, wenn wir die Kraft des Glaubens haben werden. Im Kraft des Glaubens gibt es einige Stufen und auf jeder Stufe der 125 Stufen gibt es die Stufe des Glaubens, die diesen Kelim entspricht. Deshalb werden wir darüber sprechen, aber hauptsächlich der Glauben ist dann, wenn ich nicht gemäß meinen Verlangen zu empfangen folge, aber gemäß dem Geben. In einer einfachen Art, nicht gemäß mein Verlangen, aber gemäß dem Verlangen des Nächsten. Wenn ich eine Einschränkung auf mich tue, was mein Verlangen zu dienen, was gemäß dem Dienen mir entspricht, aber das Verlangen des Nächsten annehme und das irgendwie für den Nächsten tue, wir müssen die Sache noch klären, aber dann gelange ich zu einem Zustand, dass tatsächlich meine Handlungen zu Handlungen des Gebens, zu spirituellen Handlungen werden. Aber sie sind mehr und mehr geklärt und mehr verstehen sie, was man von uns fordert. Und hier haben wir ein Problem der Schwäche. Niemand ist von uns fähig, versteht von uns, wie sehr eingeschlossen ist, im Verlangen zu empfangen. Deswegen müssen wir allmählich offenbaren uns im Kaff, diesen Pharao, welcher sich offenbart und uns nicht erlaubt, aus der Absicht zu empfangen, herauszukommen. Ja. Das heißt, der Glaube für mich selbst ist blinder Glaube und der Glaube an die Freunde ist der richtige Glaube. Handlungen des Gebens für die Umgebung, das sind die Handlungen, die uns zur Handlung gemäß dem Schöpfer bringen können. Da sind bereits wahrhaftige Handlungen, vollkommene Handlungen des Gebens. Deshalb vom Geben der Gruppe zum Geben des Schöpfers zu gelangen. Es gibt hier verschiedene Etappen. Bedacht Tikva 31. Wenn der Mensch in einem Zustand ist, wo er Zähne von ihm eine Handlung erwartet, für den Zähne, dann kommt der Pfarrer und stellt diese Fragen.
Wie kann, muss ein Mensch darauf reagieren? Wie antwortet er auf diese Fragen des Pharaos? Wie unterscheidet er das eine von dem anderen? Aus dem, in dem Ausmaß, in dem ein Mensch fähig ist, in seinem Inneren es zu isolieren, dass er versteht und spürt, wie sehr seine Verlangen aussortieren kann, seine Kelim, und verstehen kann, dass er sein Ego ist, sein oder andere Eigenschaften. Wenn das die Gruppe fragt, dann kann der Mensch hier eine gewisse Klärung gegen sich selbst tun. Und wenn er keine Gruppe hat, dann befindet sich in der Dunkelheit in sich selbst und kann keine Klärung anstellen. Keine Klärung. Er denkt vielleicht, dass er durch seinen Verstand, durch sein Gefühl, durch verschiedene Anstrengungen, Analyse, seine Synthese, kann etwas tun, verstehen, wo sie befindet, natürlich nicht so. Vielleicht hat es zum Verstand eine Beziehung, aber nicht zum Herzen, zum Verlangen. Deswegen hat der Mensch keine Zahlen. Nur von der Liebe zum Geschöpf und zur Liebe des Schöpfers zu gelangen. Wir sprechen, also er muss zuerst seine Beziehungen der Umgebung klären und dort sicherlich, obwohl er mit der egoistischen Form zusammenstößt und zu niemandem Bezug hat, aber das ist die Wahrheit. Das ist uns gegeben, gemäß dem Zerbruch des Glis, Adas Arishon zu spüren, wo wir uns befinden. Und hier können wir das tun. Wenn ich mich selbst sehe, dass ich gewisse Geschichten mir selbst erzähle, wie soll ich darauf reagieren, dass der Freund auch sich selbst diese Geschichten erzählt, durch den Zähne allmählich müssen wir das tun in so einem Ausmaß. Aber wir müssen ein Beispiel erhalten, gemäß seiner Stufe, meiner Stufe. Wie geschrieben steht, er hat nicht seine Freude gehabt, wie der Tag, an welchem der Himmel und die Erde erschaffen wurden. Das heißt, er gibt bereits Eigenschaften für das Empfangen, für das Geben und verschiedene Handlungen des Gebens, des Empfangens. Und dann hat der Mensch tatsächlich einen Platz für die Klärung und kann sich selbst klären. Sonst bleibt er immer auf der Stufe Tier. Und wir sehen in unserer Welt, dass immer, dass wir im Netz des Empfangens, im Netz des Pharaons uns drehen und werden nur miteinander kämpfen, uns bekriegen und nichts wird aus dem herauskommen. Nur das Ego gewinnt hier. Und wie, bis wir das System des Gebens dazu bringen, das höhere Licht, so können wir das nicht klären. Aus diesen Eigenschaften bestehen wir und zu welchen Eigenschaften wir gelangen müssen, ja. Italien 1. Caro Rav, chi e cosa sono domande legittime? Ma perché devo andare sopra questo con fede sopra la ragione e ascoltare Mosè? Grazie. Was sind die richtigen Fragen? Warum muss ich über den Verstand gehen und den Mosche zu hören? Denn Wissen ist immer die Meinung des Pharaos, des Verlangens zu empfangen. Und du kannst nicht dadurch, dass du in deinem Wissen bleibst, wirst du niemals ins Spirituelle gelangen, zu der Wahrheit. Du wirst immer verschlossen sein innerhalb deines Egos
so wie du dein Leben begonnen hast, wirst du dein Leben noch beenden. Das ist alles. Wenn du ein wenig aufsteigen willst und deine Kraft erreichen willst, die dein Leben lenkt, und auf diese Weise steigst du auf über diesem materiellen Leben, dann musst du einfach seine Natur annehmen. Und wir brauchen diesen Austritt aus Ägypten. Wir haben keine andere Wahl. Artikel 29. Rav, wenn ich mich bemühe, in der Arbeit des Gebens zu sein und sehe nicht, dass es das Volk hat, muss ich dann mich bemühen, über den Verstand zu gelangen, oder muss ich vom Chef verbieten, dass mir die Fähigkeit gibt, des Willens, um des Gebens Willen zu arbeiten? Wenn ich sehe, dass ich keinen Erfolg habe, muss ich den Schöpfer bitten, die Möglichkeit über meine Meinung, über mein Wissen aufzusteigen und dort verbleiben, bis ich diese Möglichkeit bekomme, weil nur über meinem jetzigen egoistischen Wissen kann ich die wahrhaftige Realität erkennen. Nicht auf der tierischen Ebene, auf der ich mich jetzt befinde, sondern auf der Stufe Mensch sprechend. Und das ist nur unter der Bedingung, wenn ich mit dem ganzen Kli verbinde. Okay, nicht mit dem ganzen, aber zumindest mit gewissem Maße mit Kli Adam Rishon. Ich dachte, ich war 35. Vielen Dank, Graf. Warum fremde Gedanken? Es ist die Eigenschaft der Spione. Der Chef möchte prüfen, wie ernst ich bin, in dieser Hinsicht zu ihm zu gelangen. Wir werden noch darüber reden. Fremde Gedanken. Das sagt man so. In Wirklichkeit. Warum sind sie fremd? Sie sind fremd für den Schöpfer. Aber eventuell sind sie für mich überhaupt nicht fremd. Ich fühle mich unter ihnen sehr wohl und lebe mit ihnen. Wir gehen über jetzt für die Frauen. Ich weiß nicht, wo sind wir? Okay, lasst uns noch ein wenig lesen. 83 Rabbah schreibt, eine Person, die innerhalb der Vernunft gehen will, wird die Sünde des Baumes der Erkenntnis genannt. Diese Sünde zeigt sich in zweierlei Hinsicht, in zwei Fragen, die von ihr ausgehen. Erstens die Frage des Pharaos, der fragte, wer ist der Herr, dass ich seine Stimme gehorchen soll? Was bedeutet, dass es ihm schwerfällt, etwas zu glauben, was der Vernunft widerspricht? Und noch etwas geht von ihm aus, nämlich eine zweite Frage, warum sollte man zum Nutzen des Schöpfers arbeiten und nicht für sich selbst? Mit anderen Worten, er fragt, was gewinne ich, wenn ich um des Schöpfers Willen arbeite und nicht um meine selbst Willen? Okay, nochmal. Nochmal. Rabbah schreibt, Punkt 83. Eine Person, die innerhalb der Vernunft gehen will, wird die Sünde des Baumes der Erkenntnis genannt. Diese Sünde zeigt sich in zweierlei Hinsicht, in zwei Fragen, die von ihr ausgehen. Erste Frage, die Frage des Pharaos, der fragte, wer ist der Herr, dass ich seine Stimme gehorchen soll? Was bedeutet, dass es ihm schwerfällt, etwas zu glauben, was der Vernunft widerspricht? Und noch etwas geht von ihm aus, nämlich eine zweite Frage. Warum sollte man zum Nutzen des Schöpfers arbeiten und nicht für sich selbst? Mit anderen Worten, er fragt, was gewinne ich, wenn ich um des Schöpfers Willen arbeite und nicht um meiner Willen selbst? Ich sehe, dass es keine Fragen gibt.
Moskau 1. Das heißt, wenn es diese zwei Fragen gleichzeitig nicht existieren, nicht vorhanden sind, dann ist es kein Weg zum Ziel, oder? Mit Hilfe dieser zwei Fragen gerade gelangen wir zum Ziel. Wofür brauchen die Sabbat und wer ist der Schöpfer, dass ich auf seine Stimme höre? Das heißt, wenn ich die ganze Zeit darauf ausgerichtet bin, diese zwei Fragen zu lösen, werde ich mit Sicherheit das Ziel der Schöpfung erreichen. Diese zwei Fragen richten mich komplett und ganz auf den Schöpfer aus. Brasil, du. Yeah, hello, Rav. Hello, Berkeley. Rav. Hello, Rav. Hello, Berkeley. Meine Frage. Oft höre ich mich selbst und denke, dass ich und ich bin mit diesen Sachen einverstanden und bin fokussiert darauf, was ich in mir höre, aber die Frage ist, das, was ich höre, wenn die Freunde sagen, mach das und mach das, dass ich den Freund nicht wertschätzen kann, aber ich bin und inmitten dieser ganzen leeren Stimmen, die ich höre, vielleicht mit einem Pharao und beginne zu denken, dass es eine Kraft gibt, die im Hintergrund agiert. Ob das die Wichtigkeit des Schöpfers ist, der Freund, aber wo bin ich hier in all diesen Sachen? Wenn wir kleine Kinder sehen, ja, dass sie, wenn sie neben uns aufwachsen, wie sie reden, wie sie die Umgebung sehen, wie sie wahrnehmen. Wir verstehen, dass sie lediglich einen kleinen Teil des Geschehens verstehen. Sie verstehen nicht, dass wir arbeiten, dass wir etwas tun, dass es eine große Welt existiert. Und dass nicht, es einfach nur so ist, dass auf dem Tisch kommt, das, was sie essen. Woher kommt ein Auto, das dieses Kind hin und her fährt? Sie verstehen nichts, was um sie herum passiert. Sie benutzen lediglich für ihre kleinen Bedürfnisse, für ihr kleines Verlangen zu empfangen, das Ganze. Und wenn man sich genauso jetzt widerspiegelt und selbst vorstellt, so befinden wir uns auch in dieser eingeschränkten Sichtweise, wo wir nur einen kleinen Teil von uns selbst sehen. Und wir benutzen das, obwohl wir nicht verstehen, wie und was, wohin, wo das Ganze uns hinführt und so weiter. Was wird mit uns nach dem Sein, wenn wir sterben, die Fragen haben, Kinder haben solche Fragen nicht. Und das ist ein Problem. Und je weiter wir uns entwickeln, umso mehr sehen wir, dass die Welt mehr und mehr kompliziert ist und verworren ist. Und wir auch, und deswegen sehen wir die Welt auch so. Und es gibt einen Teil, wenn wir die Welt aufbauen, und das ein Teil, wo die Welt uns aufbaut. Das ist alles vermischt. Und die Wissenschaft der Kabbalah muss uns auf eine nächsthöhere Stufe erheben. Ansonsten bleiben wir genauso sind, wie wir sind. Wie kleine Kinder, die mit ihren Spielzeugen spielen. Wir werden aber niemals die wahrhaftige Welt erreichen. Wir werden nicht mal wissen, woher diese Spielzeuge überhaupt herkommen. Wir müssen auf eine komplett andere Stufe aufsteigen, auf die Stufe der Kräfte. Und von dort, wo diese Kräfte sich in Materie kleiden und bringen diese Materie in Bewegung. Und wir beobachten das und befinden uns in den Resultaten. Also unsere ganze Arbeit liegt darin,
wie man in unserem Verstand und Gefühl aufsteigen kann. Und das sind genau diese zwei Fragen, wer und was von unserer Stufe, also von der Stufe dieser kleinen Kinder. Aber welche, ja, die sich die Frage stellen, für was braucht man diese Arbeit und wer ist der Schöpfer, dass ich auf seine Stimme hören soll? Das heißt, warum muss ich auf den Schöpfer hören? Und was sind seine Bedingungen, die ich ausführen muss, mithilfe dessen ich seine Stufe erreichen kann? Also, wenn wir ähnliche Fragen erreichen, dann stellt sich nur eine Frage, wie kann man das Ganze realisieren? Weil mit Sicherheit sind diese Fragen der höheren Realität. Wenn wir sie verstehen wollen, fühlen wollen, wie zum Beispiel wie ein kleines Kind es verstehen und fühlen möchte oder es zumindest möchte, die, wenn das Kind die Erwachsenen verstehen möchte. Genauso auch wir. Deswegen die Kabbalisten, die Erwachsene sind in Bezug auf uns, sie erklären uns, wie wir über unseren Gefühl und Verstand aufsteigen können, mit Hilfe von der Frage, für was braucht er diese Arbeit? Und wer ist der Schöpfer, dass ich auf seine Stimme hören soll? Das heißt, diese zwei Fragen, Herz und Verstand, wie können wir auf nächste höhere Stufe aufsteigen und von dort noch höher und noch höher? Und jedes Mal werden wir diese zwei Fragen haben, wer und was. Und darin liegt unsere Arbeit. Und gerade jetzt beginnen wir mit euch, in die Tiefe zu arbeiten, in unserer Welt, um zu beginnen zu verstehen, wie die Welt aufgebaut ist. Seht ihr, was in der Welt passiert, weil niemand weiß, was vor sich geht. Die alle beschäftigen sich nur damit, wie man am wenigsten Schläge bekommt, wo man keine Wahl hat. Wie kleine Kinder, woher kommt dieser Schlag? Warum? Wie und was? Also wer und was? Niemand will sich mit solchen Fragen beschäftigen. Jeder will nur den Schlag, weniger Schläge bekommen, wie man sich besser einrichten kann. Und wenn ich es nicht kann, werde ich sterben. All diese Fragen bleiben bestehen. Ich will nichts wissen. Wie ein kleines Kind. Zu 100%. Dort, wo das Kind weint, will es seinen Bonbon bekommen und dann ist es zufrieden. Ja, genauso sind wir. Und nichts außerdem interessiert mich. Das heißt, ich arbeite nur an meinem Verlangen zu empfangen, ja, an meinem Magen. Und die Wissenschaft der Kabbalah sagt, wenn du die Wahrheit willst, tatsächlich, wenn du aus diesen Schlägen, wenn du diesen Leiden entkommen willst, wo die ganze Welt beginnt, all diese Erschütterung zu fühlen, wenn wir dieses Problem lösen müssen. Wir können nicht mehr weiter mit diesen ganzen Kriegen sein, die immer, immer und immer größer und globaler werden. Und siehe an, was in der ganzen Realität passiert und was auf der ganzen Welt vor sich geht und dass es keine Wahl gibt. Wir sind miteinander verbunden, die ganzen Länder, Kontinente. Wenn etwas in einem Land oder in einem Teil der Welt passiert, mit Sicherheit gibt es Erschütterungen woanders. Und wir müssen uns über den Fragen erheben, wer und was, die uns wirklich individuelle Fragen, als individuelle Fragen wir reden heute über globale Prozesse. Wir haben keine Wahl. Wir sind verpflichtet, diese Fragen zu lösen. Und also mit wir sind die Menschen gemeint. Deswegen müssen wir lernen, wie man das Ganze bewerkstelligen kann, wie wir diese Fragen beantworten, wie wer und was. Woher bekomme ich diese Schläge? Und was ist das Wesen, das Ziel von all diesen Leiden? Wohin führen sie uns? Und wie müssen wir darauf reagieren? Schaut an, in welcher Welt wir uns wiedergefunden haben.
Die Entwicklung wurde weitaus schwieriger. Wir sind in einer Welt, welche komplett in sich eingeschlossen ist. Es ist nicht die Pandemie, Coronavirus oder ähnliches. Die Probleme werden weitaus größer werden. Und hier braucht man keine Schuldigen zu suchen. Und wie wir mit Hilfe dieser Fragen und Probleme Entscheidungen treffen und nicht irgendjemanden Schuldigen suchen. Wir haben ihn gefunden, okay. Und was weiter? Das löst noch lange nicht das Problem. Wir müssen danach suchen, um eine richtige Antwort, Entscheidung zu bekommen. Und möglich ist das nur, wenn wir zur wahrhaften Verbindung mit der höheren Kraft gelangen, dass es niemanden außer ihm gibt. Er ist der Einzige, der all das macht, und wir wollen mit ihm in Verbindung sein, mit dieser Kraft. Und das ist, was uns die Kabbalah sagt, aber das ist nur unter der Bedingung, dass wir auf seine Stufe aufsteigen. Steigen auf seine Stufe, dass, damit ist gemeint, dass wir verstehen und fühlen, was es bedeutet, im Geben zu sein. Da dies seine Stufe ist. Und das ist genau das, was wir jetzt lernen. Also, wie ziehen wir aus Ägypten aus, aus unserem untersten Schicht, wenn mich nichts interessiert? Und ich stelle mir dann tatsächlich die Frage, wer und was? Warum muss ich auf die Stimme des Schöpfers hören oder auf die höhere Natur? Und die höhere Natur diktiert uns, dass ich mich im gegenseitigen Geben befinden muss. Und warum muss ich darauf hören? Warum auch unter uns? Warum muss ich solche Gesetze einhalten, wenn ich wenn ich die Dunkelheit verlassen möchte, wenn ich nichts verstehe und diese ganzen Schläge, die ich bekomme, dann habe ich keine Wahl. Ich muss verstehen, dass ich dieses Problem lösen muss. Und ich hoffe, dass wir dieses Problem lösen werden. Dieses Problem ist vor uns und wir müssen ordentlich das Problem an sich durchkauen. Das ist nicht nur unser Problem, sondern von der ganzen Welt. Die ganze Welt steht vor diesem Problem. Und nachdem wir verstehen und das Problem verstehen werden, von dort bekommen wir auch eine Antwort. Und dann können wir das auch der ganzen Welt erklären. Und das müsst gerade ihr alle tun. Und jeder muss fühlen, dass er verpflichtet ist der ganzen Welt. Verständlich? Kiew 3. Спасибо, Рав. Danke, Rav. Folgende Frage. Man spürt, dass diese Sünde des Baumes der Erkenntnis wie ein Sumpf ist, welches mehr und mehr hineinzieht. Und umso mehr wir darüber nachdenken, das klären, so mehr spürt man im Herzen so eine Abstoßung. Müssen wir irgendwie zuerst uns von diesen Gedanken klären und trennen und nur das Gefühl benutzen, um es zum Schöpfer zu erheben? Oder wie erhalten wir die Antworten auf diese Fragen? Nur mit Hilfe dessen, dass wir uns zu einer Gruppe versammeln und alle gemeinsam darum bitten, wenn jeder einen Teil dieser Fragen in sich trägt, wie und was, wer und was, dann, wenn wir uns in eine Gruppe vereinen, verstehen wir richtig, was ist damit gemeint, wer und was, und dann, wenn wir uns an die Schöpfung bekommen, eine Antwort von ihm. Italien 4. Buongiorno. Rav, sembra che qui ci sia una condizione, ossia che dall'albero della conoscenza a questa sensazione della nostra ragione. Es scheint so, dass es hier einen Zustand gibt. Comprendere invece dal cuore, in queste due distinzioni si interpongono queste domande. Das vom Baum des Erkenntnis, dass man beginnt bis zum Herzen, dass wir uns ständig in diesen Fragen
befinden. Ist es das, was erlaubt, uns mit diesen Fragen zu arbeiten, um uns uns zu erheben über diese Fragen? Ja, der Baum des Lebens, die Erkenntnis von Gut und Böse. Letzten Endes, dass er uns diese Richtung zeigt. Das zeigt sich auf der Stufe von diesen, das ist dasselbe wie die zwei Fragen, wer und was. Che spesso noi possiamo utilizzare quando ci sentiamo sereni e vediamo davanti a noi queste due domande, invece portarle in quella dimensione dove per il 90% delle nostre azioni noi agiamo distinto e queste domande non sono davanti ai nostri occhi. Wie können wir mit diesen Fragen benutzen, mit diesen Fragen bewusst arbeiten? Weil in meister Zeit ist es einfach nur instinktiv. Nein, wir müssen diese Instinkte verlassen, von den Fragen wer und was zu den Lösungen gelangen. Die Lösung ist umgeben und Verbindung. Hier ist dieser Punkt des Austritts von der materiellen Welt in die spirituelle Welt. Und wir werden das nicht sein lassen können. Wir werden dieses Hindernis hier, diese Barriere entdecken und wir werden sie zerbrechen müssen und die Empfindung von diesen materiellen Fragen müssen wir übergehen zu spirituellen Fragen über den Verstand. È proprio questo il problema, che quando noi agiamo distinto si cancella tutto davanti ai nostri occhi. Non c'è neanche la possibilità di poter comprendere di andare al di sopra della ragione. Che lavoro? Wenn wir instinktiv handeln, alles andere wird von uns annulliert. Wir haben nicht mal eine Möglichkeit, uns über den Verstand zu erheben. Was ist dann die Arbeit? Ich verstehe deine ganzen Vorwürfe und du musst es deine ganzen Vorwürfe an alle erzählen, weil wir haben sie alle. Wir werden lernen, wie wir uns darüber erheben können. Deswegen siehst du, ich habe heute nicht begonnen, jede der Fragen nochmals durchzukauen, über jeden Abschnitt. Wir haben viele Abschnitte gelesen, sondern ich hoffe, dass Fragen, dass das wenn man eine Frage für alle hat, hab Geduld. Ich, mein Verehrter, hör zu. Ich verstehe, dass du ein heißer Bursche bist und du willst Antworten bekommen. Die Antworten bekommst du nur von innen, durch deine eigene Klärung. Auf so eine Weise, wenn du zu der Verbindung mit den anderen vorankommst und aus diesem Verbindungspunkt heraus von dir und deiner Gruppe, von dort, bekommst du diese Qualitäten, Eigenschaften, solche, die dir erlauben werden, die Fragen und die Antworten zu verstehen. Und das hängt nicht von meiner rationalen Erklärung ab. Das hängt von deinen eigenen Anstrengungen ab und der Gruppe. Und es wird dir nicht helfen, zu schreien, zu fordern von dir selbst, von mir. Du musst dein Herz einfach ein wenig schwächen und dich mit den Freunden verbinden. Italien 3. Buongiorno Rav. Buongiorno. Da una parte sentiamo che c'è bisogno di fare di più e dall'altra il desiderio di ricevere ci tira verso i suoi interessi. Cosa ci può aiutare? Einerseits müssen wir mehr fordern, andererseits das Verlangen zu empfangen führt uns zu der Interesse von Verlangen zu empfangen. Was hilft uns, die Notwendigkeit zu spüren, in dem tollen Zustand, in welchem wir uns noch nicht befinden? Genauso die Verbindung zwischen uns. Nur die Verbindung zwischen uns, Freunde, kann das Ganze klären, in welchem Zustand wir uns genau befinden. Und nichts außerdem. Und dann werdet ihr sehen, dass eventuell befindet ihr euch noch vor dem
Einzug in Ägypten. Vielleicht befindet ihr euch auf einer Etappe, wo ihr bereits im Ägypten seid. Oder ihr seid bereits bereit für den Auszug. Das hängt alles von der Maße der Verbindung unter euch ab. Versteht ihr? Bevor wir in Ägypten einziehen, alle befinden sich in dieser Reibung, in den Zusammenstößen miteinander, so wie wir das aus der Tora kennen, wo die Rede ist von Josef und seinen Brüdern, wo Josef nach Ägypten einzieht, danach kommen seine Brüder, die Josef nicht erkennen. Und später sehen sie, dass sie sich in diesem guten Ägypten befinden. Es ist gut, sich zu verbinden, in dem Verlangen zu empfangen. Das ist alles gut, wunderbar. Und wir können darin Erfolg haben. Und wenn wir uns in unsere Zähne verbinden, es erscheint uns, dass der Zähne einfach eine Chance ist, die Möglichkeit ist, all unsere Probleme zu lösen. Wenn wir beginnen, auf solch eine Weise das Ganze anzugehen, also egoistisch, dann allmählich sehen wir, dass wir all das nicht lösen können, wenn wir die Beziehung zwischen uns nicht verändern auf andere Beziehungen. Und in Ägypten heißt es, dass dort 70 Seelen hinabgestiegen sind. Das heißt, eine kleine Gruppe. Und später haben sie sich ausgebreitet. Das hier ist nicht die Rede von Anzahl der Menschen, weil überhaupt nicht über Menschen die Rede ist. Das Verlangen zu empfangen in jedem von ihnen wächst. Der Pharao ist unter ihnen und gibt ihnen noch und noch mehr Verlangen zu empfangen. Und dann werden sie zu Millionen oder wie Millionen. Und dann sind sie verpflichtet, diese Arbeit anzugehen, die Verbindung untereinander, wenn es viele Menschen sind. Und dann tun sie zu der Lösung gelangen. Und das ist genau das, was heute auf der ganzen Welt passieren muss. Das ist nicht nur unsere Arbeit. Die ganze Welt muss fühlen, dass auch sie daran teilnehmen. Und ihr seht, was heute passiert mit diesen ganzen Kriegen und den ganzen Problemen. Das ist nicht einfach nur so. Irgendwelche lokalen, zeitlichen Konflikte, das wird auf der ganzen Welt so sein. Auch die Pandemie, auch die Kriege, sie werden so sein, dass alle fühlen werden, inwieweit wir miteinander verbunden sind und niemand wird eine Möglichkeit haben, wegzulaufen. All das ist nur dafür, damit wir fühlen, dass wir in Ägypten sind. Zu diesem Zustand kommen wir voran, also die ganze Menschheit. Die ganze Menschheit. Und dann werden wir darüber reden, wie man sich diesem Bewusstsein annähert, in welchem Zustand wir sind. Wir werden nicht mit Leichtigkeit ausziehen aus dem Zustand, wo wir uns jetzt befinden. Nein. Die Welt steht gerade vor dem Eintritt in diese ganzen Probleme, hauptsächlich wirtschaftlichen Probleme mit den aller notwendigsten und ökologische Probleme und die Pandemie. Das heißt, alles, was den ganzen Erdball betrifft, auf der ganzen Erde. Von allen Seiten wird er uns umfassen und das, all das müssen wir lernen und man muss in all dem, auch in uns selbst, sehen, was passiert. Heute, Ägypten ist der ganze Erdball, komplett der ganze Erdball. Und wir alle werden das sehen müssen, dafür, um daraus zu entkommen aus all diesen Problemen, die uns von allen Seiten umgeben. Okay? Wir werden noch darüber reden. Noch und wieder. Wir haben keine Wahl. Ihr werdet sehen, inwieweit
die Kabbalah und all diese Aktualität, die heutige. Sie werden sich einfach nur einander annähern und sich ineinander einkleiden. Türkei 3. Good morning. A question from Metan. How can we measure our gradual... Die Frage von meinem Zehner. Or is this a one-time thing? Wie können wir messen, also unseren allmähligen Sieg über den Pharao? Oder passiert das alles auf einmal? Nein, nein, wir befinden uns in einem Prozess, der fortläuft, in einem globalen Prozess. Und das, was mit uns passiert, weswegen ich erzähle über diese Globalität, damit ihr versteht, inwieweit das von einer Seite wichtig ist. Und das bezieht sich auf alle, auf die ganze Menschheit. Und von der anderen Seite ist das unsere Arbeit, unsere persönliche Arbeit, die Arbeit von Bnei Baruch, wenn wir verstehen und empfinden, dass wir uns im Zustand befinden, wo Millionen hinterherziehen werden, hinter uns werden, um uns herum sein, damit sie was verstehen, was hören. Aber im Echt, in dem, in was wir uns befinden, in diesem Prozess, der wird sich auf alle beziehen, wird sich auf alle beziehen. Und so werden wir uns entwickeln, wir werden eine Erklärung bekommen diesbezüglich, wir werden selber mehr verstehen und so werden wir einen Progress erfahren und so werden wir die ganze Entwicklung auffassen. Die Phase, die wir jetzt durchleben, ist sehr interessant, sehr interessant. Ich würde sagen, das ist wie so etwas Erfüllendes bezüglich unserer ganzen Entwicklung. Das ist eine Phase, wo die neue Welt gebärt, von der Ebene des bewegungslosen, pflanzlichen, tierischen, aus diesen Ebenen gebärt die neue Welt. Und wir müssen dieser helfen, aufzusteigen von der tierischen Ebene auf die Ebene des Menschen. Ist das klar? Mark 6. Vielen Dank, Lehrer. Wir hatten anfangs des Unterrichts gesagt, solange die Frage, wer und wie nicht entstehen, können wir nicht sehen, dass wir im Ägypten sind. Kann ich sagen, dass die Frage, wer, wenn ich während des Tages über den Schöpfer vergesse und vergesse, was passiert, und die Frage, was ist es, die Apathie, Unwille, etwas zu tun, Gleichgültigkeit? Das ist mit Absicht, dass wir das so fühlen. Das heißt, unser Verlangen zu empfangen, welcher wächst und welcher uns einnimmt, der Pharao, der die Herrschaft über uns hat. Und danach, für ein paar Minuten, kehren wir zurück zur Verbindung zwischen uns und korrigieren ihn, beleuchten ihn, füllen ihn mit der richtigen Richtung in der Entwicklung. So ist unsere Arbeit. Deswegen, inwieweit es möglich ist, ja, dass es, wie es nur möglich ist, dass es kürzer ist mit weniger Unterbrechungen, vielleicht innerhalb von 2 Stunden oder innerhalb von 1 Stunde, dass man für 3 Minuten zurückkehrt zur Verbindung zwischen uns. Also jede 5 Minuten oder jede 3 Minuten wäre viel besser, als wenn es einmal passiert, nur für 30 Minuten an einem Stück. Nikolai Sotche. Auf der einen Seite, Kabbalah respektiert, wenn Kinder spielen. Sie sagten, wir sollen nicht wie Kinder spielen, sondern müssen uns ernsthafte Fragen stellen. Warum plötzlich muss ich etwas dem Schöpfer tun? Wer ist das? Aber wenn zu den Kindern erwachsene Probleme kommen, aber sie stellen sich diese Fragen noch nicht, die Kinder gehen zugrunde doch, oder? Ich spreche nicht über die Menschheit in der Gesamtheit. Ich spreche über die Gruppe Bnei Baruch. Dass wir müssen uns bemühen, dass wir nichtsdestotrotz wachsen mehr und mehr. Und uns ist es gegeben, das Kli, das Instrument, das Licht, damit wir wachsen,
Den Kindern ist es nicht gegeben, der Menschheit ist es auch nicht gegeben. Die warten im Prinzip, das heißt, die befinden sich in so einer materiellen Entwicklung, in so einer materiellen Existenz, bis wir lernen, dass wir das denen erklären können, die Methodik, wie die uns dann sich mit uns verbinden können. Und dann werden wir sie erheben unter der Voraussetzung dessen, dass wir gegalte Enaim werden. Und dann werden wir sie verbinden mit uns wie Achab und werden sie mit uns zusammen aufrichten, erheben. Bis jetzt können wir über diese Sachen erzählen, über die Welt, über die zukünftige Welt, aber nicht über die Details der spirituellen Aufstiegs. Die sind noch nicht in der Lage, dieses zu erfahren. Deswegen sollten wir die nicht verwirren. Deswegen, wie Kindern, wir erklären denen, was die verstehen können, aufnehmen können, verarbeiten können, in der Qualität des Zustandes des Kindes. Also es klappt nicht, von der Wirklichkeit wegzukommen und einfach genießen, sondern das Ego möchte, da bleiben wie Kinder. Und man sucht die Schuldigen herum und maximal im Internet guckt man sich nur solche Dinge an. Aber sie sagen, wir müssen verbreiten, aber solange man uns nicht zuhört. Auf der anderen Seite, die Ereignisse der Welt entwickeln sich so schnell, dass wir wollen, dass man uns zuhört. Schaffen wir das überhaupt ranzutragen, bevor man leidet? Wir müssen nichtsdestotrotz schrittweise, etappenweise aus der Liebe heraus, wie mit Kindern der ganzen Menschheit erklären, welche die Zukunft ist, zu der wir kommen müssen. So muss es sein. Ist das klar? Ich meine den Zustand der Pandemie. Ich habe noch nicht mal gesehen, dass man Sie zu einem Weltprogramm eingeladen hat, dass Sie irgendwie eine Richtung gaben. Jetzt ist es noch schlimmer, aber man guckt uns nicht zu. Die Welt ist noch nicht bereit und wir sind noch nicht bereit. Und deswegen müssen wir noch so weitermachen, wie wir es jetzt machen. Wir gehen über zum Lied und dann setzen wir weiter fort. The shadow often shakens, but then the heart awakens. It yearns and grows and longs to be concealed beneath your wings. Une rivière coule du jardin d'Eden. Comme de l'eau douce, goutte à goutte, illumine les barrières. Ve'en-moi comme panoï mimcha, kulanu nitzavim ulcha. Nafir et ha-shalhevet, be'ir'a u'be'simcha. Ve'en-moi comme panoï mimcha, kulanu nitzavim ulcha. Стрела пронзает сердце, тьма уступает место, и света луч благим теплом растапливает лед. Эхада не йодеа, камера хок шумеа, цвета. Zaka ahava, ve'en makom panu mimcha, kulanu nitzavim ulcha, nafir et ha-shalevet, be'ira u'be'simcha, ve'en makom panu mimcha, kulanu nitzavim ulcha, nafir et ha-shalevet. Zavim ulcha, nafir et ha-shalevet.
Ich würde, vielleicht würde ich ein Fazit durchführen bezüglich dessen, was wir gesagt haben, dass unsere Erklärung für die Welt muss sehr einfach sein. Im Prinzip, wir müssen das verstehen, dass es nicht sein kann, etwas, was richtiger wäre als die Verbindung der ganzen Welt über allen Hindernissen. Wir können einander nicht korrigieren. Wir werden nicht in der Lage sein, dass wir wie ein Wassertropfen sind. Und jeder wird so bleiben, wie er ist, in was er sich befindet. Aber wir werden uns verbinden können über den Unterschieden, wie es geschrieben steht, dass alle Verbrechen die Liebe bedecken. Anders ist es nicht möglich. Deswegen, der eine kommt zum anderen mit der Forderung: Warum bist du nicht so wie ich? Ich will dich so sehen. Warum bist du so, wie du bist? Das ist die Herangehensweise, die destruktiv, zerstörend ist, wenn wir nicht in der Lage sind, niemanden zu verbinden mit niemanden, niemanden mit niemanden, auch nicht in unserem Körper, in allen Teilen der Natur. Es gibt Übergänge vom einen zum anderen über dem Verlangen eines jeden. Wie sich die Teile verbinden in unserem Organismus, Teile unseres Körpers, dadurch, dass sie die Übergänge schaffen, diese Übergänge verbinden zwei verschiedene Teile. Dadurch verbinden sie und nicht dadurch, dass der eine vom anderen fordert. Deswegen andere Menschen, also die Menschen und die Länder, die müssen verstehen, dass es keine zukünftige Welt gibt, nicht dadurch, dass jeder den anderen kontrolliert, sondern dass man sich selber kontrolliert, um sich mit den anderen zu verbinden. Und dann wird sich die Welt richtig entwickeln. Das müssen wir mehr und mehr allen erklären und uns bemühen das Material zu übermitteln der ganzen Welt. Amit, wo sind wir? 84. Rabba schreibt, wenn Sie keinen Geschmack an der Arbeit empfinden, kommt der Böse und stellt die Frage, was? Das heißt, was ist diese Arbeit für euch, dass ihr speziell in dieser verächtlichen Arbeit arbeiten wollt? Der Gottlose fragt, was ist diese Arbeit für euch? Denn dann waren sie sicher, dass ihre Arbeit ganz und gar darin bestand zu geben. Und der Wille zu empfangen hatte keinen Anteil daran. Nochmal. 84. Wenn wir keinen Geschmack an der Arbeit empfinden, kommt der Sünder und stellt die Frage, was? Das heißt, was ist diese Arbeit für euch, dass ihr speziell in dieser verächtlichen Arbeit arbeiten wollt? Und der Sünder fragt, was ist diese Arbeit für euch? Denn dann waren sie sicher, dass ihre Arbeit ganz und gar darin bestand zu geben. Und der Wille zu empfangen hätte keinen Anteil dran. Ja, so offenbart der Mensch ein jedes Mal, dass er sich in der Arbeit befindet, wo er dachte, dass es so in Ordnung ist. Aber jetzt stellt er fest, dass es nicht in Ordnung ist. Das heißt, er hebt sich auf eine höhere Ebene in der Handlung, um zu geben und der Verbindung. Und dort offenbart er,
dass er auch hier sich nicht in einem vollendeten Zustand befindet. So wird es offenbart. Das heißt, hier ist es so, dass der Malchut bei dem Abstieg wird Keter des Höheren und wir offenbaren bei dem Aufstieg Malchut des Höheren. Das heißt, ich war erst im Geben, ich war in Ordnung, ich war im Erlangen. Plötzlich offenbare ich, dass ich in diesem nichts habe. Sogar im Gegenteil. Ich befinde mich im Zustand, wo ich das Böse offenbare. Ich offenbare mich in diesem schrecklichen Zustand und ich wieder muss suchen, wo mein Weg ist und was ich mit mir machen kann. Das ist eine Arbeit. Kiew. Ja, lieber Raff. Aber wie antwortet man denn richtig auf diese Fragen? Insbesondere, was ist diese Arbeit für euch, damit diese Arbeit praktisch ist, wie Sie gerade beschrieben haben, der Aufstieg von Malchut zu Keter? Das ist nur dann, wenn der Mensch sich annulliert vor der Gruppe. Praktisch. Er überzeugt sich, tausendmal überzeugt er sich, bis er dann kommt zu so einem kleinen, minimalen, richtigen Handlung. Und dann bei so einer richtigen Verbindung, so was Reelles, kommt er zum Verständnis dessen, wie das passiert. Und so hebt er sich auf den Stufen mehr und mehr. Und so müssen wir das machen. Das Problem ist nur die erste und die zweite Stufe. Und wir lernen dort, wie das gemacht wird. Und danach haben wir schon eine Erfahrung, wie das funktioniert und verstehen, wie der Weg ist. Das heißt, diese Fragen sind nicht dazu da, um sie zu beantworten, sondern diese zu überwinden? Alle Fragen sind nicht dafür da, dass man auf die antwortet, sondern dafür da, dass man diese Fragen aufrichtet. Das heißt, die ganze Handlung, die Handlung selber bei der Frage, wenn man handelt bei der Frage, dann bekommt man eine Antwort. Ich kann bezüglich dessen, dass ich einfach die Frage spreche, ausspreche, Worten mit Lauten, dass ich da irgendetwas offenbare, sondern ich muss handeln, Handlungen durchführen und daraus komme ich dann zur Antwort. Ist das klar? Patach Tikva 9. Die Frage in derselben Richtung. Ich dachte, wir hörten heute, die Fragen sind wichtig, man muss sie klären in sich oder in Zehner. Auf der anderen Seite lernen wir, dass die Frage eines Sünders, wir müssen nicht auf sie antworten, wir müssen einfach die Zähne ausschlagen nehmen, oder? Können Sie es bitte erklären? Das ist eine Antwort, dass hier gibt es irgendeine intellektuelle Antwort, sowas Kluges, wie du das gehört hast. Hier gibt es nichts Kluges, keine kluge Antwort auf die Frage. Mit deinem Verstand kannst du nicht antworten, sondern in der Handlung. Das heißt, du führst deine Handlung durch und dann bekommst du eine Antwort aus dieser Handlung heraus. Und daraus wird für dich dann das klar. Verständlich. Das heißt, wir führen durch eine Handlung bezüglich der Verbindung zwischen uns und wir verstehen nicht, wieso, weshalb, weil in diesem gibt es keine Bereitschaft. Aber wenn wir uns anstrengen und wir bitten, obwohl dafür gibt es keine besondere Notwendigkeit, aber nichtsdestotrotz, wir erlangen doch irgendetwas, wir erreichen doch irgendetwas in der Praxis und aus dieser Praxis heraus fangen wir dann zu erlangen, den Verstand und dann bekommen wir eine Antwort. Rav, das betrifft auch die zweite Frage, wer ist der Schöpfer, um auf seine Stimme zu hören? Ja, das arbeitet immer auf so eine Art und Weise, wir führen zuerst eine Handlung durch und als Ergebnis dessen bekommen wir dann eine Antwort. Was bedeutet auszuführen in Bezug auf die zweite Frage, wer ist der Schöpfer? Das heißt, wir machen und wir hören, was geschrieben steht. Wir machen und wir hören. Zuerst machen wir etwas und dann verstehen wir und dann bekommen wir die Erlangung.
meinen Sie tun in Bezug auf die Arbeit? Aber was bedeutet tun in Bezug auf die Frage, wer ist der Schöpfer, und damit man seine Stimme hört? Führe durch die Verbindung und dort wirst du dann erfahren, den Schöpfer. Das ist mit anderen Worten so. Weil der Schöpfer ist die, also die Versammlung von allem. Ja, vielen Dank, Raf. Die Frage, Beschäftigung mit den Fragen, wer und was, erlaubt uns das Licht anzuziehen, was zurück zur Quelle führt? Ja, natürlich, nur das. Und gibt es einen Unterschied, wenn jemand allein macht oder der Zehner zusammen während des Unterrichts? Wünschenswert, dass alle sich damit beschäftigen, vielleicht nicht zusammen gleichzeitig, aber dass jeder sich damit beschäftigt. Lasset uns dann übergehen zu den Frauen. Die Frage Moskau 8. Warum ist das so, dass die Enthüllung schlechter Dinge in der Welt sind wichtiger als die Erkenntnis des Bösen? Nochmal. Die Verhüllung in der Welt wichtig. Wir kommen noch nicht zur Kenntnis des Bösen. Warum ist das so? Weil man muss es zuerst fühlen, das Böse. Ich bin noch nicht sicher, dass wir das Böse fühlen. Ich bin mir nicht sicher. Aber wenn man anfängt zu fühlen, das Böse, und zu erlangen, das Böse, das berührt dann viele Menschen, sagen wir mal, nicht alle, aber die Mehrheit, sagen wir mal. Dann von hier und weiter, dadurch, dass man das Böse fühlt, fängt man dann die Fragen zu stellen. Und aus diesen Fragen heraus wird man dann werden bereit zu erhören, die Antworten, die Erklärungen. So werden wir zum Verständnis und zu der Entscheidung kommen. Noch eine Frage. Kann es sein, dass Bnei Baruch im Zustand von Ägypten ist, korrigiert diesen, aber die Welt nimmt das auf in der korrigierten Form? Warum müssen die Menschen da praktisch leiden? Weil die können nicht fühlen, die Erfüllung, das Gute, das Ziel der Schöpfung, ohne dem, dass die Kelim dafür erlangen. Deswegen, wir müssen denen übermitteln unsere Kelim, aber bei dem Ganzen müssen die bereit dafür sein, dieses zu erhalten. Und auf der materiellen Ebene, und wir geben denen eine spirituelle Entscheidung und helfen denen in der Verbindung. Die müssen bereit sein, zu annullieren deren materiellen Zustand, der denen die Probleme und Leiden bringt, damit die sich mit uns verbinden können und sagen, ja, wir sind bereit, sich mit euch zu verbinden, wie Baal Sulam es schreibt, beim Ende der Einführung dass die Völker dieser Welt kommen zu Israel, und mithilfe dessen bekommen sie das Licht zurückkehrend zur Quelle. Es ist nicht möglich, ohne dem, dass irgendetwas passiert. Aber die müssen bereit sein. Die müssen bereit sein, heißt, dass sie das wollen. Und ohne Leiden kann man das nicht fühlen. Das sind nicht einfache Leiden und Verzweiflungen im Kriege des Messias, das heißt die Kraft des Messias, die herausziehen die Menschheit aus dem Empfangen zum Geben. Das ist der Messias, der herauszieht. Man muss große Leiden erleben. Wie was Baal Sulam schreibt, könnt ihr euch erinnern, was Baal Sulam schreibt. Außer Baal Sulam Zeit haben große Kabbalisten in den letzten Jahrtausenden dieses geschrieben. So haben die das geschrieben. Ich würde das nicht wollen, dass sie in dieser Zeit, in dieser unseren Zeit leben, obwohl
die alle in diesem gemeinsamen Einschluss vorhanden sind. Aber wir müssen jetzt der ganzen Menschheit erklären, wie wir aufsteigen, über, um zu empfangen mit den Fragen, wer und was, damit die erfahren. Und mit diesen Fragen, wer und was, mit dieser Verständnis, dass der Schöpfer da ist. Und wenn wir schon im Schöpfer uns befinden, in ihm eingeschlossen sind und mit ihm in Verbindung sind, dann sind wir gehalten hinein für die ganze Menschheit. Und dann kann die Menschheit zu uns kommen und sich mit uns verbinden, sich mit uns verbinden, und wir können die auch einschließen in unsere Gemeinschaft, in unsere Verschmelzung, in diese gemeinsame allgemeine Verschmelzung, wo die ganze Menschheit vorhanden ist mit dem Schöpfer. Ist das klar? Das bedeutet, dass man ein bestimmtes Maß von Leiden braucht, was in der Welt offenbart. Kann man da nie beschleunigen? Nein, nicht der Ausmaß des Leidens, sondern der Ausmaß der Notwendigkeit des Einschlusses in die spirituelle Ebene, um zu geben in der Verschmelzung von allem, wenigstens in irgendetwas in Bezug der Wurzel der Seele eines jeden, muss jeder eine Notwendigkeit bezüglich dessen fühlen, also einen, den richtigen Hisaron, und nicht als ob, dass es sich lohnt. Ist das klar? Frauen, Mark Israel 1, schaffen wir diese Fragen zu beantworten, wenn wir die Arbeit im Zehner mit dem Zustand der Welt verbinden? Nochmal. Können wir alle Fragen des Sünders, wer und was, beantworten, wenn wir die Arbeit im Zehner und den Zustand der Welt verbinden? Ja. Wir müssen darüber auch nachdenken. Wir müssen darüber nachdenken, weil wir werden es brauchen. Und es ist nicht so wichtig für uns, diese Welt und diese ganze Menschheit und diese ganzen Länder und diese ganzen Teile der Schöpfung. Wir müssen aber nichtsdestotrotz uns das vorstellen, dass die sich annähern, die verbinden sich miteinander, und dass die zukünftige Welt, dass man wiederkommt zur einheitlichen verschlossenem System, welches in sich alles enthält. Weiter. Kann sein, dass unser Fortschritt beschleunigt die Entwicklung des Zustandes der Welt? Unser Fortschritt, inwieweit dieses beschleunigt die Entwicklung der Menschheit, das ist auch so, aber ich würde das nicht so sehr erklären, weil man muss diese Sachen verstehen. Dabei befinden wir uns in der Entwicklung, und hinter uns die ganze Menschheit kommt auch zur Entwicklung. Das heißt, wir sind miteinander verbunden. Dieser ganze Zerbruch, der passiert ist im Kli Adam Rishon, ist passiert in der Verbindung zwischen den Teilen der Kelim. Aber dieser ganze Bau, der ist geblieben. Nur in Bezug zu uns war diese Verbindung verloren. Deswegen, inwieweit wir uns verbinden miteinander, das wird dem ganzen Kli helfen, sich wieder aufzurichten, geboren zu werden. Ich will nicht viel darüber sprechen, weil darin gibt es vieles, was eine Klärung braucht. Aber es lohnt sich, darüber nachzudenken, dass in der Verbindung zwischen uns, wir verbinden damit die ganze Welt, und wir bringen die ganze Welt zur Korrektur. Das ist wirklich so. Das hängt nur insbesondere von uns ab. Und bezüglich dessen, inwieweit wir die erwecken. Bitte schön. Frage von Petach Tikva. Sie sagten zuerst, wir müssen der Welt erklären, wie jeder bei sich bleibt, und wir lernen, wie man sich darüber erhebt. Aber wie macht man das, wenn eine Seite befindet sich in seiner Sache und schadet der anderen? Das heißt, es gibt einen Konflikt, Interessenkonflikt. Wie kann man in seinem bleiben und gleichzeitig sich verbinden?
Also wie Baal Sulam das gesagt hat, wo hat er das nochmal gesagt, dass jeder verbleibt in seiner Religion, in seinem Volk. Es gibt Sachen, wir müssen da uns nicht ändern auf der Ebene des bewegungslosen, pflanzlich-tierischen. Wie kann das sein? Ich störe dem anderen nicht. Die haben deren Besonderheiten, wir unsere Besonderheiten. Die haben das, das und das. Das muss bleiben. Das muss bleiben. Wie Baal Sulam das schreibt, nicht eintreten in das Leben des anderen, nicht denen erzählen, wie die leben sollten. Wenn ich ein Sozialist bin und der ein Kapitalist bist, dann soll man leben, wie man will. Man soll beten zu dem, wie man will, in der Familie seine Verhältnisse aufbauen, wie man will. Wir wollen über allen Verbrechen und Unterschieden die Liebe schaffen, die Verbindung schaffen. Über allen Verbrechen, egal wer und wie du bist, wenn du im Kontakt mit mir sein willst, musst du ein Netz zwischen uns aufbauen, über allen Unterschieden. Das heißt, diese ganzen Unterschiede werden im Inneren sein, wie so eine Kugel. Und wir über diesen ganzen Unterschieden werden wir verbunden sein. Was das heißt, diese Sukkah in der Welt zu offenbaren. Welt vom Wort der Vollkommenheit. Und so werden wir bedecken die ganze Menschheit. Und nicht, dass jemand zum anderen kommen wird und sagen wird, ich bin nicht zufrieden, dass du dich so benimmst und dass du so einen Zustand hast bei dir, zwischen den Menschen in deinem Land und so weiter und so fort. Niemand wird andere einnehmen, sondern nur die gute Verbindung miteinander. Das ist das Gesetz der ganzen Welt, des Friedens. Und so wird uns die Natur dazu bringen. Wenn wir das nicht hören werden, werden wir leiden. Guck mal, wie jetzt, wir sehen, wie die ganzen Kriege, die wir jetzt sehen, die jetzt passieren zwischen den Völkern. Das müssen wir verstehen, dass jeder, der kann leben, wie er will. Nur zueinander muss man sich beziehen, dass wir entwickeln die Verbindung bis zum Zustand der Liebe. Und der, der dagegen handelt und nur den anderen zwingt, das geht gegen die Natur. Und der wird dann einen großen Schaden davontragen. Und wir werden das sehen für eine lange Zeit, für viele Jahre. Und wirklich riesige Schäden. Das ist das, dass diese Nationen, die glauben, dass die etwas Schlechtes den anderen bereiten. Nein, nein. Also die bringen den Schaden für sich selbst. Elli. Also wenn wir sagen, jeder bleibt in seiner Sache, meint man nicht, dass jemand den anderen lenken soll. Das kann nicht bleiben, oder? Jeder kann, wie Baal Sulam sagt, zu verbleiben in seiner Religion, in seinem Glauben, in seiner Kultur, in all seinen Gewohnheiten. Das, was er hat, wo er sich verbindet, dort im Inneren, das ist seine Sache. Ich gehe nicht in die Länder, in die Menschen ein, aber die Verbindung zwischen den Ländern, dort muss die Liebe vorhanden sein. Das ist alles. Wie wir es sagen, über verschiedene Organe im Organismus. Es gibt etwas Ähnliches zwischen dem, wie die Leber und die Lunge wirkt, funktioniert, egal wie es ist, alles führt ihren Rollen durch, aber die Verbindung zwischen denen ist die Gemeinschaft, die Verbindung zum Gunsten des ganzen Organismus. Deswegen sich zu verbinden für das Geben, für den Schöpfer, das ist im Prinzip dieses allgemeine Gesetz, welches in sich alle einschließen muss. Weiter. Wie kann man praktisch
die Enthüllung der Probleme, wie führt die Enthüllung der Probleme in der Welt, führt uns zu den Fragen, wer und was? Die Welt wird eintreten in solche Leiden und Probleme, dass die Menschheit nicht in der Lage sein wird, zu wissen, wie man da rauskommt. Außer, dass wir lernen, wie man sich verbindet. Wir bereiten uns zu guten Sachen vor und in Bezug dessen, in Bezug zu unserer Investition, in Bezug dessen werden wir eintreten in Sachen, die noch schlimmer sind. Wie kann das sein? Aber das ist das, was passiert. Und je mehr und mehr wir uns annähern zu Kriegen, dass wir die anderen ausnutzen, wir bereiten uns dafür vor, dass der andere uns ausnutzen wird. Der andere wird gegen uns gewinnen, wird uns besiegen. So ist das. Du musst dich vorbereiten nur für die Verbindung mit den anderen. Wie können die Fragen, wer und was, uns zum Schöpfer näher bringen? Weil man fühlt, dass sie uns entfernen. Wir sehen, dass wir noch weit entfernt sind voneinander in verschiedenen inneren Verständnissen, weit entfernt voneinander, aber damit zusammen müssen wir uns vorbereiten zur Verbindung zwischen uns äußerlich. Das heißt, dass dort die Liebe, die Oberhand hat. Sagen wir mal, ein junges Paar heiratet und die fangen an, eine Familie aufzubauen. Was wollen die? Die wollen nicht, dass die Eltern sich in deren Leben einmischen. Ist doch so. Aber natürlich, die Eltern, die wollen kommen, die wollen sich einmischen und sagen, was dort passiert, dass die Kinder sich an die wenden können und die werden das machen, die können das machen und Ratschläge sich einholen und das junge Paar will das nicht. Die wollen für sich selber festlegen, das, was sie wollen. So ist es. Das heißt, hier gibt es einen Widerspruch der Interessen. Ja, richtig. Man muss es verstehen, dass in Bezug zu der Entwicklung der Welt musst du denen die Freiheit geben, diesem Teil, welches sich entwickelt. Genauso hier zwischen den Familien, zwischen den Ländern, zwischen den allen. Du mischst dich nicht ein ins Innere, in die Angelegenheiten des Landes, nirgendwo, egal über was du da sprichst. Aber du kannst nur festlegen, eine gute Verbindung, wenn du willst, dass das passiert mit allen Ländern. Und auf dem bestehen wir in Bezug zu den Gesetzen der Natur, wie ich gesagt habe, bei den Beispielen der verschiedenen Organe in dem Organismus des Menschen. Jedes Organ arbeitet individuell, aber äußerlich unterstützt jedes Organ das andere. Was bedeutet, also diese Sache kann nur gegenseitig existieren? Das heißt, wenn einer einen Schritt macht, um sich zu verbinden und verpflichtet den anderen so? Nein, das kann nicht sein. Die Menschheit, das steht noch bevor, dieses zu enthüllen. Aber die werden das bald enthüllen. Oder in den Situationen der Kriege, der Leiden und unglücklichen Zustände, Probleme oder in solchen, also es können zu Kriegen, Blutvergießen kommen, aber auch Handelskriegen, Finanzkrisen, Finanzkriegen. Also man muss hier verstehen, dass es wird hier eine neue Anordnung der Welt entwickelt. Wir kommen beim Übergang auf eine andere Welt und wir wissen noch nicht, wie wir existieren werden in der nahen Zukunft, dass alle
Großen in dieser Welt, die sind in der Verwirrung und nichts wird ihnen helfen, nicht deren Erfahrung, sondern nur eins im Inneren dessen Landes müssen zur inneren Verbindung streben zwischen allen Teilen der Völker, der Menschen und äußerlich muss eine Verbindung vorhanden sein zugunsten von allen. Nur eine gute Verbindung im Inneren und von außen, das wird gewinnen. Ansonsten steht uns der dritte Weltkrieg bevor. Frauen, PT 18. Es scheint so, in den letzten Jahren in der Welt passierten die Prozesse der Globalisierung, Verbindung, aber jetzt geschieht die Trennung. Manche trennen sich von den anderen. Was ist dieser Prozess der Entwicklung und wie können wir den überwinden? Die Globalisation, die ist passiert bezüglich des Handels. Und nur das, und das ist gut, weil wir mithilfe dieser Sachen fangen an zu empfinden, inwieweit wir voneinander abhängig sind. Das, was die ganze Welt heute empfindet und versteht, dass die nicht leben können ohne irgendwelche mechanischen Teile aus Taiwan oder aus Japan. Das ist klar und das ist gut. Das heißt, wir fühlen, dass wir voneinander abhängig sind, dass sogar Russland kann keine Raketen schießen, weil denen fehlen irgendwelche Details, irgendwelche mechanischen Teile aus Amerika oder Taiwan. Es passieren hier sehr interessante Sachen, weil auch in solchen feinfühligen und wichtigen Sachen in den Ländern, was Waffen auf Waffen sich bezieht, Waffen für die der Feind muss damit einverstanden sein, diese Waffen zu benutzen. Das heißt, ich kann Amerika nicht attackieren, weil ich brauche solche Details aus Amerika, die ich brauche, um diese Waffen zu benutzen. Deswegen funktionieren die Systeme nicht. Zu solchen Sachen sind wir gekommen, dass die Verbindung, die materielle Verbindung sogar, die verpflichtet uns, dass wir in einer inneren, in einer höheren Verbindung sind. Und das wird passieren auf all unseren Ebenen. Wir werden das noch feststellen, sehr bald. Sehr interessant. Elli? Die Frage aus Petah Tikva. Sie sagten früher bezüglich des Verhaltens einer Familie. Aber was passiert, wenn ein Elternteil sieht ein Problem in der Familie, aber mischt sich nicht ein, um das zu korrigieren? Ja, so einmischen, sehr äußerlich und sehr feinfühlig und nicht ins Innere sich einzumischen. Und wenn, um Gottes Willen, dort irgendwie nicht gesund ist, psychisch krank ist und die kommen nicht klar und man muss irgendeine Unterstützung so für Invaliden geben, dann ja. Aber wenn es eine normale Familie ist, dann musst du ihr die Möglichkeit geben, sich zu entwickeln. Also da musst du denen die Möglichkeit geben, sich zu entwickeln, so wie ein Kabbalist. Wie ein Kabbalist, du kannst denen helfen, aber wie Rabash das gesagt hat, sich zu benehmen mit Kindern, du öffnest die Tasche und machst deinen Mund zu. Du öffnest dein Portemonnaie und schließt deinen Mund. Das ist so ein Benehmen, was dir helfen kann. Also, Elli, weiter. Kann man fragen bezüglich Ihrer Empfehlung in Bezug auf die täglichen Treffen? Jede Stunde, zwei, statt halbstündige Treffen? Nicht ein oder zwei Stunden, aber wünschenswert, dass man die Treffen so kürzer macht, aber öfter, wenn es möglich ist.
Wenn es geht, welchen Inhalt sollten die Treffen haben? Was empfehlen Sie und wie oft das zu machen? Also sagen wir mal, wir stellen fest, dass in einer Stunde treffen wir uns und wir lernen irgendwas oder lesen irgendwas, irgendein Teil, Fragment eines Abschnitts, welches wir morgens gelesen haben, und jeder würde dann erklären, was er denkt, über diesen Auszug, über diesen Abschnitt. So für eine Minute. Vielleicht ist eine Minute zu viel. Sagen wir mal, wir haben gelesen den Auszug Nummer 86. Wir haben den beendet. Wir haben diesen Abschnitt gelesen und er erklärt, wie er das aufgefasst hat. Also so eine richtige Erklärung, nicht einfach schöne Worte, sondern dass alle sich damit verbinden wollen. Versucht es irgendwie. Ich will, dass wir so verdauen unsere Verbindung nicht zweimal am Tag, sondern öfters, wenn es möglich ist. Ich weiß, dass viele von euch, ihr befindet euch im Chat, also ihr schreibt euch gegenseitig auf der Tastatur, Hände auf der Tastatur. Versucht, dass es nicht viele Worte sind, sondern mehr Inhalt, mehr nachhaltig. Wir kommen jetzt zum nächsten Teil des Unterrichts. Also zuerst Lied und dann gehen wir über zum nächsten Teil. Race after face, race after race, from one cage to another. Mask after mask, task after task, lost in the sands. Through you there's a cry, through you there's a light, a place to be discovered. Through you there's a way, together we pray to rise. To see the face of love through your eyes. Together as one, now we rise, and every word an echo from the skies, breaking the walls, hearts unite. Of me, through you I find my flaws. Through there's a key, a place where we can open doors. Together we yearn, the fire it burns, a chance to feel alive. A song from the heart, singing that love will cover our cry. To see the face of love